Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? Christlich sichere Union, christlich süddeutsche Union, christlich sozialer Unternehmerverband, christlich soziale Union. Christlich Soziale Union. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto weniger Erststimmen kann sie haben. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? 16, 18, 21, 23. 18. Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland? Wahlpflicht, Schulpflicht, Schweigepflicht, Religionspflicht. Schulpflicht. Was muss jeder deutsche Staatsbürger, jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen? Einen Reisepass, einen Personalausweis, einen Sozialversicherungsausweis, einen Führerschein. Einen Personalausweis. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? Sozialversicherung, Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld. Sozialversicherung. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? Muss der Bundespräsident die Bundespräsidentin zuvor sein, ihr Einverständnis geben. Dürfen die Wähler, Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen? Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Nur Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Alle Staatsangehörigen. Nur Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?
die Lebensversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung. Die Lebensversicherung.